Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Im Sudan gibt es an mehreren Stellen in Provinzen, in Darfur eben, über das wir uns hier unterhalten, im Südkordofan und auch im Blauen Nil seit 2003 bzw. 2011 bis heute ungelöste bewaffnete Konflikte. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir uns heute mit der Verlängerung des Mandats UNAMID beschäftigen, denn die Ziele sind richtig nach wie vor, die diese Mission sich gegeben hat. Da sind der Schutz der Zivilpersonen erreicht, Erleichterung der Bereitstellung humanitärer Hilfe und auch nicht zu unterschätzen, ein ganz wichtiger zentraler Punkt, die Vermittlung zwischen der Regierung des Sudans und der bewaffneten Bewegungen, die das Doha-Dokument nicht unterzeichnet haben. Und die Bundeswehr nimmt ihre Aufgaben, Kollege Dirk Vöpel hatte das auch schon erwähnt, wahr, durch bei einer Obergrenze von 50 Soldatinnen und Soldaten Einsatz von 7 Soldaten, und davon sind auch 2 Soldatinnen im Einsatz im Hauptquartier Al-Fashir. Die sind dort als Experten in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Der einzige europäische Truppensteller ist Deutschland in diesem Zusammenhang. Und das ist gar nicht so unwichtig, das als Signal zu begreifen, gerade auch bei der in diesen Tagen und Wochen immer wieder debattierten, strukturierten Zusammenarbeit PESCO auf europäischer Ebene. Und es ist auch wichtig, sich einmal die Konfliktursachen in Darfur anzuschauen. Das sind Verteilungskämpfe um knappe Ressourcen wie Wasser und auch Weideland zwischen nicht sesshaften Nomaden einerseits und den sesshaften Bauern andererseits. Es sind langjährige wirtschaftliche und politische Vernachlässigung durch die Regierung im Sudan, und auch spielt eine Rolle der hohe Bewaffnungsgrad in der Bevölkerung. Und in diesem Zusammenhang ist auch in letzter Zeit ein weiteres Konfliktpotenzial sozusagen in den Fokus geraten. Das ist die Einsammlung nicht registrierter Waffen. Dagegen richten sich insbesondere massiv mit ihrem Widerstand einige Gruppen, einige bewaffnete Milizen. Und immer noch, meine Damen und Herren, finden im Darfur und im Rest des Sudan auch schwerste Menschenrechtsverletzungen statt. Im Darfur gibt es 2,7 Millionen Binnenflüchtlinge, über 2,1 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und nicht nur hat der Sudan diese hohe Zahl an Millionen von Binnenflüchtlingen, sondern es ist auch ein Haupttransitland für Flüchtlinge aus anderen Staaten der Region, die sich auf den Weg zu uns nach Europa machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns hier auch engagieren. Wäre das nicht schon problematisch genug, diese Lage, so leidet der Sudan auch seit einiger Zeit unter einer veritablen Wirtschaftskrise. Allein 30% Inflation ist dort zu verzeichnen. Und hier verspricht die permanente Aufhebung eines Großteils der bestehenden Wirtschaftssanktionen der Vereinigten Staaten von Amerika Abhilfe. Und so könnte sich diese desolate Wirtschaftslage in Zukunft ein wenig entspannen. Meine Damen und Herren, es reicht nicht aus, die Situation zu beschreiben, sondern auch den Entwicklungen Rechnung zu tragen. Deswegen ist es richtig, dann, wenn sich die Lage beruhigt hat, einen größeren Fokus jetzt auf die Stabilisierung der Verhältnisse zu legen und diese Neuausrichtung, die im Sommer diesen Jahres durch die Vereinten Nationen beschlossen worden ist, geht einher über die nächsten 2 Jahre mit rund 45% Reduzierung der Militärkräfte. Und deswegen ein Blick an die Linksfraktion mit ihrem Entschließungsantrag, wo gesagt wird, dass man Militärkräfte herunterfahren soll, humanitäre Hilfe und Diplomatie verstärken bzw. erhöhen soll. Richtig. Aber er geht ins Leere, denn das ist von den Vereinten Nationen in diesem Sommer bereits beschlossen worden. Erste Bemerkung zum linken Antrag. Zweite Bemerkung dazu, dass dort aufgefordert wird, die Bekämpfung der illegalen Migration sofort einzustellen. Dabei muss man wissen, dass diese illegale Migration durch Schleuser, durch Verbrecher, durch organisierte Kriminalität betrieben, vorangetrieben wird. Und es kann doch nicht allen Ernstes sein, dass man diese Situation aufhört zu bekämpfen. Es ist richtig, hier weiterzumachen, meine Damen und Herren. Wir haben Verantwortung für unsere Soldatinnen und Soldaten in den Auslandsverwendungen im Einsatz in Darfur. Sie leisten dort eine hervorragende und eben auch sehr sinnvolle Arbeit.
Und sie tragen auch letztlich zu unserer Sicherheit bei hier. Und deswegen gebührt unser ausdrücklicher Dank diesen Soldatinnen und Soldaten dort im Einsatz. Und daraus abgeleitet schließe ich mit unserer Verpflichtung, unseren Soldatinnen und Soldaten Rechtssicherheit zu geben. Und das können wir eben damit auch geben und unserer Pflicht gerecht werden, indem wir heute das Mandat verlängern mit der namentlichen Abstimmung am Ende dieser Debatte. Herzlichen Dank. Danke sehr. Nächster Redner ist der Kollege Otten, AfD.